Nach Kritik, tote Mädchen lügen nicht, kriegt Warnhinweise. Die Kritik zeigt Wirkung. Kaum eine Serie ist umstrittener als die Netflix-Produktion Tote Mädchen lügen nicht. Weil in dem Format Themen wie Mobbing, Depression oder Selbstmord sehr offen und unverblümt behandelt wurden, hagelte es Kritik für die Produzenten, zu denen unter anderem auch Selena Gomez, 25, gehört. Dennoch wird momentan an einer zweiten Staffel gearbeitet, für die nun aufgrund der negativen Kommentare Vorkehrungen getroffen wurden. Die neuen Episoden starten mit einem Warnvideo, das der Streamingdienst über seinen YouTube-Kanal bereits veröffentlichte. In dem kurzen Clip sind die Seriendarsteller, 21, Katharine Langford, 21, Justin Prentice und, 21, beim Verlesen einer Botschaft für die Zuschauer zu sehen. Dabei bitten sie diejenigen, denen der Inhalt zu nahe gehen würde, darum, sich an Vertraute zu wenden. Alternativ empfehlen sie noch den Besuch der Webseite 13reasonsi.info, auf der Betroffene an Seelsorgeeinrichtungen verwiesen werden würden. Da auch die erste Staffel weiterhin für Nutzer von Netflix abrufbar ist, wurden auch die bestehenden Folgen angepasst. Ausgewählten Episoden geht nun ein Hinweis voraus, der aufzeigt, dass grafische Inhalte für emotional instabile Zuschauerinnen und Zuschauer nicht geeignet sein könnten.